Einen großen Topf Chili con Carne werden wir heute vorbereiten. Das ist immer ein Gericht, was ich ganz, ganz toll finde, wenn es schnell gehen muss. Einfach ein paar Zutaten vorbereiten, ein paar Dinge aus der Konserve rein, schmuggeln lassen, fertig. Ich erzähle euch mal eben, was wir brauchen. Wir haben hier Rinderhack, wir haben Zwiebel und Knoblauch, eine gewürfelte rote Paprikaschote, Chiliflocken, hier ist zur Hälfte Koriander und zur Hälfte Kreuzkümmel drin, Tomatenmark, eine rote Chilischote, Olivenöl und dann, was gehört natürlich in ein Chili, rote Bohnen, habe ich schon abgebraust. Achtet bitte drauf, hier ist ja in dem Wasser wahnsinnig viel Stärke. Das ist nicht so lecker, wenn das mit ins Essen reinkommt. Also ordentlich abbrausen und abtropfen lassen. Hier sind die Maiskörner und hier habe ich die stückigen Tomaten. Was ich euch gerne noch eben zeigen möchte, wenn ihr Zwiebeln oder Knoblauch schneidet, hackt, würfelt, wisst ihr, dass die Finger immer nicht so toll riechen anschließend. Ich habe euch schon erzählt, dass das Ganze geht, wenn ihr hinterher die Hände an einer Edelstahlschüssel oder einem Edelstahltopf reibt. Solltet ihr das nicht im Haushalt haben, ist so ein kleines Teil, eine ganz, ganz praktische Anschaffung, ist so ein bisschen wie so ein Seifenstückchen, auch aus Edelstahl. Könnt ihr immer neben der Spüle liegen haben, wenn ihr so etwas zubereitet habt oder alles, was in der Küche riecht, einfach ein bisschen reiben, Hände daran reiben und schon sind sie komplett geruchsneutral. Es geht an die Chili und bei der Zubereitung bin ich, wie ihr ganz schnell seht, ein Fan von Einmalhandschuhen. Es ist einfach sehr unangenehm, wenn ihr Chili zubereitet habt und noch ein bisschen davon an den Fingern habt und dann davon an, zum Beispiel aus Versehen an die Augen wischt. Es ist sehr, sehr unangenehm und brennt. Sehr unangenehm. Also, Einmalhandschuhe, Chili vorbereiten. Grün abschneiden, Chilischote längst halbieren. Und jetzt liegt es an euch, wie tapfer ihr seid. Ihr könnt diese Kerne rausmachen. Dann ist die Chili ein bisschen milder. Ihr könnt die Chilikerne aber auch drin lassen, weil ihr müsst wissen, in denen sitzt die Schärfe, die hauptsächliche Schärfe. Das heißt, ich mache sie mal raus. Ich bin nicht so ein Wahnsinnsfan von Schärfe. Fragt sicherheitshalber nach für alle, die beim Chili mitessen, wie scharf sie es mögen, weil da sind, die gehen die Meinungen sehr auseinander. Und jetzt nehmt ihr die Chili, schneidet sie. Erst in feine Streifen. Es geht ein bisschen umständlich mit den Handschuhen. Ihr lauft nämlich immer Gefahr, dass ihr die Spitze abschneidet. Jetzt ist es wichtig, dass ihr die Chili sehr fein hackt, damit hinterher niemand auf der Chili rumbeißt und auf einem großen Stück vor allen Dingen landet. Achtet bitte beim Einkauf der Chili drauf, wie scharf sie ist. Es gibt drei Schärfen: mild, mittel und scharf. Es gibt eine ganz einfache generelle Regel, die aber nicht immer hinhaut. Je kleiner die Chili, desto schärfer. Und rote sind meistens schärfer als grüne. So, ich habe hier eine mittelscharfe Sorte, hacke noch einmal zum Schluss durch und bereite so die Chili vor. Und wenn ich jetzt die Handschuhe ausziehe, sind die Finger sauber und es kann, wenn ich an die Augen kommen sollte, kein Missgeschick mehr passieren. Ich habe das Fett im Moment auf ungefähr 3/4 der Hitze der Platte erhitzt. Ihr seht, dass es so ein bisschen leicht kriselig wird. Daran merkt ihr, dass das Fett jetzt die richtige Temperatur hat. Ihr könnt natürlich auch, es ist nicht so toll, aber wenn ihr unsicher seid, macht ihr einfach ein ganz bisschen Wasser an den Finger und Achtung, jetzt zurückgehen und pass auf, dass keine Kinder dabei sind. Und wenn ihr ein bisschen Wasser hier reingebt, dann seht ihr, dass es dann ist die Hitze richtig. Jetzt geben wir das Hackfleisch da rein. Und braten es krümelig. Wenn es zu 3/4 durchgebraten ist, erst dann gebt ihr bitte die Zwiebeln dazu. Wenn ihr das zu früh macht, werden die Zwiebeln zu dunkel. Der Knoblauch ist noch nicht dran. Den geben wir erst dazu, wenn das Hack fast fertig ist. Weil der Knoblauch ist so fein gehackt, der würde im Handumdrehen verbrennen.
Jetzt ist das Hackfleisch fast fertig. Jetzt kann ganz zum Schluss die Knoblauchzehe hinzu. Und die wird wirklich nur einmal ganz kurz mit angeschwitzt. Achtet bitte darauf, dass das Hack überall angebraten ist, dass da nichts Rohes mehr drin ist. Wenn ihr so weit seid, dann gebt ihr das Tomatenmark dazu. Das Tomatenmark entfaltet sein volles Aroma, nämlich erst, als auch mit angebraten wird. Deswegen, wenn alles fertig ist, ganz zum Schluss Tomatenmark anrösten. Jetzt können wir schon das erste Mal mit Salz und Pfeffer würzen. Ich reduziere die Hitze. Ich gebe die Tomaten hinein. Und es kommen die Gewürze dazu. Das ist der Kreuzkümmel, der Koriander und das sind die Chilischoten. So, wenn ihr sowas runterstreicht und mit dem Messer arbeitet, nehmt bitte immer die stumpfe Seite des Messers, damit ihr die Klinge nicht stumpf macht und beschädigt. Jetzt fehlt hier ein bisschen Wasser. Jetzt nehme ich so eine Dose, fülle die einmal voll Wasser, gebe das da rein. So. Diese Mischung kann jetzt einmal aufkochen. Und dann gart die so 20 Minuten. Und nach den 20 Minuten, erst dann, geben wir alles, was hier noch steht, nämlich die Paprika, die Bohnen und den Mais dazu. Wenn wir es jetzt schon reingeben würden, würde das alles hinterher verkochen. Es ist einfach schöner, wenn auch gerade die Paprika noch knackig sind. Also nach ungefähr 20 Minuten, die wir jetzt alles mit geschlossenem Deckel garen, geben wir das dazu. Wichtig ist, wenn ihr es kochen lasst, dass ihr es abdeckt. Dann nehmt ihr entweder den ganz normal zum Topf passenden Deckel. Solltet ihr zu dem einen oder anderen Topf mal nicht einen Deckel zur Hand haben, ist sowas hier sehr, sehr praktisch. Dieser Deckel hier ist immer meine Alternative, wenn es schnell gehen soll, ich für einen Topf nicht die richtige Deckelgröße habe oder gerade keine Lust habe, im Deckelschrank oder in der Schublade den entsprechenden Deckel zu suchen. Den hier habe ich immer zur Hand. Deckel runter. Ihr seht, es ist noch ein bisschen flüssig da drin. Das heißt, wir lassen einfach für die nächsten 10-12 Minuten, die es jetzt mit den Zutaten gart, den Deckel runter. Und dann kann die Flüssigkeit ein bisschen verkochen und ihr könnt so die Konsistenz des Chilis ein bisschen beeinflussen. Ich gebe jetzt die Paprika rein, die Bohnen und den Mais. Die garen jetzt nur die Paprika vielleicht noch mal so 10 Minuten darin und in der Zeit werden die Bohnen und die Maiskörner warm. Und wenn ihr es jetzt offen ein bisschen köcheln lasst, wird es ein bisschen dicker. Wobei ihr schaut schon jetzt, wo die Zutaten drin sind, ist es gar nicht mehr so flüssig, wie es anfänglich den Anschein hatte. Trotzdem würde ich es jetzt vielleicht noch 5 Minuten abdecken und 5 Minuten ohne Deckel köcheln lassen. Ich denke, dann hat es für meinen Geschmack genau die richtige Konsistenz. Chili ist fertig. Ich habe es nur noch mit Salz, Pfeffer und den Chiliflocken, die dran waren, abgeschmeckt. Wer mag, gibt jetzt noch einen Löffel saure Sahne, Schmand oder Crème fraîche dazu. Das Milchprodukt nimmt ein bisschen die Schärfe vom Chili. Und ihr wisst ja, ihr wartet wahrscheinlich schon drauf, das obligatorische Blättchen. Was noch wichtig ist, wenn was überbleibt und ihr das Chili nochmal aufwärmt, habt bitte im Hinterkopf, dass es dann natürlich schärfer wird.
im Zweifelsfall noch ein bisschen Brühe rangeben oder vielleicht auch mit ein bisschen mit einer Prise Zucker. Ein bisschen gegensteuern, dass es nicht ganz so scharf wird. Ihr schmeckt es einfach ab, haltet aber im Hinterkopf, dass es natürlich, wenn es nochmal erwärmt wird, die Flüssigkeit ein bisschen einkocht, dann noch schärfer wird. Jetzt wünschen wir euch guten Appetit!